Schloss Elmau in Krün wird am 7. und 8. Juni Schauplatz des G7-Gipfels sein. In diesen Räumlichkeiten werden sich schon bald die wichtigsten Politiker der Welt aufhalten. Wir haben uns in dem Luxushotel im Landkreis Garmisch-Partenkirchen umgeschaut und mit dem Besitzer Dietmar Müller-Elmau gesprochen. Die Lage ist einmalig, das Hotel ist wunderbar, es ist modern, es ist abgeschieden. Die Belästigung der Bevölkerung hält sich sehr in Grenzen, weil es eben nicht mitten in der Stadt liegt, sondern abseits vom Trubel. Das Schloss hat in seinem Mittelpunkt einen Konzertsaal und eine große Buchhandlung, mehrere Bibliotheken, es hat einen Kindergarten, es hat 5 Spas und insgesamt 170 Zimmer und 9 Restaurants. Das Hotel zählt zu den besten der Welt und auch den besten in Deutschland und erfüllt sozusagen die Anforderungen, die ein 5-Sterne-Hotel erfüllen muss. Das Schloss ist eine riesige Aufgabe, es ist auch eine tolle Aufgabe. Es ist ein spannender Platz, hier passiert unheimlich viel. Wir haben über das ganze Jahr fast 220 kulturelle Veranstaltungen, wir haben Yoga-Retreats, wir haben Edutainment-Wochen für Kinder. Also in Schloss Elmau wird irrsinnig viel geboten und alles mit einem sehr hohen Anspruch, mit einem, soll ich sagen, auch hohen intellektuellen und ästhetischen Anspruch. Und das ist eine permanente Herausforderung. Das ist so wie ein Künstler, wenn sie ihn fragen, was motiviert dich, immer besser Geige spielen zu wollen. Und das gilt für uns, wir wollen jeden Tag besser werden, das motiviert uns.